Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis. Ich verstehe selbst mit dem Internet dieses Rätsel nur so halb. Also, ich glaube, ich muss jetzt irgendwie diese Symbole darstellen mit diesen Symbolen. Ich glaube, das erste ist dieses Symbol. Und dieses Symbol. Dann schauen wir mal hin, ob wir das hinkriegen. Das ist dieser komische Federhut und dieser einfach nur dieser Klotz. Aber das ist doch. Hä? Das ist doch nicht auf verschiedenen Rädern. Hä? Ich brauche da. Ah, ich brauche da das und das. Kann das sein? Kann ich das jetzt anklicken hier vielleicht? Ah! Die Steinplatte verschiebt sich ein wenig. Ah, okay. Und wir brauchen das da. Also den Klotz und diese Fliege. Diesen Klotz ohne Rand, das müsste der da sein. So, und jetzt hier brauchen wir diese Fliege, das müsste dann, müsste eigentlich der hier sein, wenn ich mich nicht. Nein, 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 du sollst drehen, du sollst drehen, du sollst. Was machst du denn da? Dann drehst halt in die Richtung, mir doch egal. So, kann ich jetzt das reindrücken? Und passiert dann irgendwas? Kann ich denn das hier reindrücken? Die Steinplatte bewegt sich nach innen und rastet mit einem Klick ein. Okay, das ist schon mal gut. Dann schauen wir, was haben wir denn hier? Da haben wir das da. Und. Und das, nee. Und das da? Ich glaube, das müssten die zwei sein. Nee. Die zwei. Also das da, also das türkise Innen und dieses verschnörkelte da. Also das da und das da. Okay, dann drehen wir erstmal hier. Erstmal diese Zahnpastatube da. Und hier nochmal. Es ist ziemlich anstrengend, dass man immer wieder rübergehen muss und so. So, das müsste jetzt das hier sein. Ja. Und jetzt brauchen wir noch diese Blume. Das ist das da und dieses Grüne, was oben hängt. Da machen wir erstmal die Blume. Und wir brauchen das da, was ein weiter ist. Das ist ja praktisch. So, das und das. Dieses Ächzen ist total menschlich. So, wenn ich jetzt diese Kachel, die müsste ich jetzt eigentlich reindrücken können. Und dann müsste ich auch diese Kachel reindrücken können. Scheint auch einzurasten. So, was haben wir da? Da haben wir das da. Und das da. Also wir wollen einmal das hier, den Kopf und die drei Punkte. Dann nehmen wir hier schon mal die drei Punkte und dann diesen umrandeten Kopf noch. Ich glaube, langsam habe ich es raus. Und brauchte nur ein wenig Starthilfe aus dem Internet. So, das. Und dann noch hier den da.
So, nochmal. Dann gehen wir wieder rüber. Und drücken den mal rein. Brauchen noch den da. Also einmal das X. Das ist ja direkt schon das nächste hier. Und dann oben noch so eine Kartoffelwurst. Wo haben wir die denn hier? Da unten haben wir sie. Dann können wir vielleicht von der anderen Seite drehen. Dann müssen wir nur zweimal drehen. So, nochmal. Bis zu dem Shake Weight. Dann gehen wir hier rüber und drücken diese Kachel rein. Und drücken dann diese Kachel rein. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir noch, was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir, glaube ich, das da und das da. Also ich brauche diesen Kopf und diese zwei Pöpel da. Das sind die. Okay, jetzt drehe ich einmal zu viel. Da müssen wir jetzt durch. Auf der anderen Seite brauche ich diesen Blumenkopf. So, noch einmal. Dann hier nochmal. So, und wieder rüber. Hier die Kachel reindrücken. Und dann noch das Ding. Einmal dieser grün umrandete Kopf und diese drei grünen Striche. Die drei grünen Striche haben wir da. Dann drehen wir das jetzt dieses Mal in die Richtung, damit das nicht so lange dauert. Nein, 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 du sollst sie drehen. Und das war der grüne Kopf, oder? Das habe ich wieder vergessen. Scheiße. Jetzt muss ich wieder rüber. Ja, nee, es war der grün umrandete Kopf. Okay. Der grün umrandete Kopf ist der da. Also nicht der da unten, sondern der da oben. So, dann können wir wieder rüber und die Kachel reindrücken. Und dann können wir die letzte Kachel reindrücken. Ich glaube, dann müsste es das gewesen sein, oder? Aber was passiert denn dann? Haben wir jetzt Ted's Cuddly Poker aufgehalten oder wie? So, und jetzt noch hier die Kachel. Voilà. Et voilà. George hat mir mal erzählt, dass man eine gewisse Fertigkeit braucht, um Geheimtüren zu finden. Ja. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Ich so ein bisschen. Aber entdeckter Ausgang, da gehen wir mal hin. Phew, war es das jetzt schon? Nee. Da passiert aber schon irgendwas Episches wie beim Ende der ersten Folge. Also dachte ich mir, hey, das ist es. Weißt du, das ist die wahre Liebe. Auf jeden Fall, ich musste dann ein paar Wochen weg. Und als ich wiederkomme, was sehe ich da? Oh. Genau. Und mit wem? Lobineau, diesem Penner. Ja, genau. Das habe ich mir da auch gedacht. Ah, die zwei sind wenigstens zusammen. Das ist schon mal schön. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mit George noch was Ähnliches tun. Aber die sind alle zusammen in das Loch gefallen. Trotzdem sind sie in zwei Gruppen, also getrennt, wieder rausgekommen. Oh Mist. Sieht aus wie die nächste Sackgasse, Titi Poco. Irgendwelche Vorschläge? Da hängt eine Fackel. Ich hatte mir etwas Konstruktiveres vorgestellt. Aber egal, ich schaue mich mal um. Ja, da hängt nämlich eine Fackel. In einer Halterung an der Tür steckt eine Fackel. Ja, dann nehmen wir die doch mal mit und Titi Poco kann sie bestimmt anzünden mit seinem geilen Feuerzeug. Titi Poco, zünde die Fackel an. Hör mal, ich muss diese Fackel anzünden. Kannst du nicht irgendwas Schlaues mit ein paar Holzstäben anfangen? Oder mit Zunder und Feuerstein oder... Oder mit dem Feuerzeug vielleicht. Sehr gut. Mit einem billigen Scherzartikel-Feuerzeug. Ich glaub's einfach nicht. So, Statue? Eine wirklich gruselige Statue. Der Typ hält einen Schädel und eine Schale in der Hand. In die Schale soll wahrscheinlich ein Herz. Bäh. Bäh. Das Einzige, was man mit der Statue anfangen kann, ist, sich draufzusetzen. Und da war Titi Poco schneller als ich. Verdammt.
Ist hier irgendwas? Sonst habe ich an den Kleinen eigentlich keine Fragen mehr. Okay, wir haben jetzt Licht gemacht. Da oben ist nichts. Leere Flure, leere Zimmer. Okay. Also muss hier noch irgendwas sein. Das Einzige, was... Okay, man kann... Ah, ein Hebel. Ah. Ich übersah den Hebel. Naja, ich habe gerade nichts anderes zu tun, also ziehe ich mal an dem Hebel. Genau, mach das doch mal. Nichts ist passiert. Ich hasse sowas. Kannst du sowas nicht auch hassen? Titi Popo? Ups. Oh mein... Oh, noch eine Falltür, oh Gott. Alter Schalter. Klasse. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, keine Ahnung, wo die anderen hin sind und die Zeit wird langsam knapp, um Karsak aufzuhalten. Andererseits bin ich auch noch nicht tot und das ist ja eher eine gute Nachricht. Ja, könnte man so sehen. Kann man die Fackel wieder mitnehmen? Nehmen. Oh, da ist ein Hebel, Tür, Fackel. Kann ich die Fackel vielleicht anzünden mit der Fackel? Dass wir hier ständig Licht haben, dass wir nicht rumtragen müssen. Yay. Hallo? Jetzt haben wir da eine Fackel. An der Wand hängt eine... Die Fackel kann da bleiben, bis ich sie wirklich brauche. Okay, okay, okay. Da ist noch ein Hebel. Da ist noch eine Tür. Da ist noch eine Tür. Was tut denn der Hebel? Eine Steinplatte, die mehrere Tonnen wiegen muss, versperrt den Durchgang. Toll, habe ich mich gerade eingesperrt. Wo ist denn hier eine Tür? Da. Ich sehe da aber keine Tür, aber schau scheinbar mal, ist da eine. Dieser Ort wäre ein prima Schlafzimmer. Okay, Statue. Niedlich. Sieht aus wie mein alter Sportlehrer. Sehr gut. Tür, Hebel. Wir ziehen einfach mal an allen Hebeln. Und hoffentlich öffnen wir damit alle Türen. Ich sollte gleich nochmal speichern, wenn ich hier so mutig an allen Hebeln ziehe. Richtig, Error? Jetzt geht da hinten die Tür wieder auf. Aha. Ist ja spannend. Ich speichere erstmal. MP12. So. Eine Steinplatte versperrt den Durchgang. Ist da nicht noch ein Hebel? Da ist noch ein Hebel. Habe ich da hinten die Tür wieder aufgemacht, diese Tür wieder zugemacht. Was macht dieser Hebel? Der macht bestimmt diese Tür, die links ist, auf. Ja, genau. Oh, ich rieche ein Labyrinth. Nein, ich möchte das nicht. Dann gehen wir hier mal lang, schauen, wo wir da landen. Jedes Mal, wenn ich denke, es kann nicht gruseliger werden, wird es noch gruseliger. Ih, was ist das denn? Trerapusch. Die Schnitzereien erinnern mich aus irgendeinem Grund an Lane. Es gibt nichts, was ich mit den Schnitzereien anfangen könnte. Selbst wenn ich wollte, was nicht der Fall ist. Okay. Hier sind noch mehr Hebel. Alter. Ich weiß da nicht mehr, was jetzt hier welcher Hebel macht. Jetzt gehen beide Türen zu. Aha. Sehr gut. Und mit diesem Hebel geht vielleicht eine wieder auf. Die da hinten. Aha. Nochmal dran ziehe. Geht die wieder zu. Was? Wenn ich jetzt nochmal den hier hinten ziehe, gehen dann beide wieder auf. Ja, Tatsache. Dann gehen wir mal hier vorne rein. Sind wir dann wieder, sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen? Das könnte fast sein, dass wir jetzt wieder im ersten Raum sind. Geh mal schneller. Ja. Endlich, ich bin hier raus. Was? Habe ich jetzt aus Versehen irgendwas erledigt? Und schon wieder hinein ins Unbekannte. Huch, da habe ich es wohl aus Versehen gelöst. Das tut mir leid. Finde ich gut. So können Rätsel häufiger sein. Das war natürlich meine unglaubliche Brain Activity hat das jetzt hier gelöst. Keine Frage. IQ von 350. Hebel. Es hört nicht auf. Es gibt immer mehr Hebel. Cool. Weiter und runter, Mr. Stobbart. Cool. Ja, dann geh mal runter. Dann geh mal runter. Der sichere Tod? Was? Da stand der sichere Tod. Warum stand da der sichere Tod? Das finde ich uncool.
Ich habe zwar eben noch gespeichert, aber trotzdem finde ich das uncool. Das ist es. Die Zentralkammer der Pyramide. Ihr dunkles Herz. Schon einmal habe ich in meinem Leben vor einer Tür gestanden und gedacht, das ist es gewesen. Wenn ich durch diese Tür gehe, sterbe ich. Damals hatte ich Unrecht. Ich hoffe jetzt auch. Die Tür, die zur Zentralkammer führt und zum rauchenden Spiegel. Okay. Was hat er da jetzt? Ach, hat er seinen Stein in die Hand genommen? What the fuck? George! Wer bist du denn? Er kommt nicht ran, oh mein Gott! Oh nein! Hahaha! Das war doch ihr Sohn, oder? Oh mein Gott, der kommt immer schneller raus. Schnell, tu den Stein da rein! George, los! George! Er ist gleich da! Er ist da! Scheiße! Oh! Jetzt, schnell rein damit! Hui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 . Puh. Ah. War das Titi Poco? Ach, das war Titi Poco, der da kam. Der zu klein war. Tja, Tezcatlipoca, da bist du wieder eingesperrt und gefangen. Und das war's. Das war Baphomets Fluch 2, der Spiegel der Finsternis, die Spiegel der Finsternis. Das war doch mal am Ende mit dem Rätsel, da habe ich noch eine Weile gebraucht und bei den letzten Folgen auch manchmal ein bisschen Hilfe komplett lösungsmäßig. Weil zum Beispiel, dass man da das Brötchen irgendwie 4-5 Mal in diese Hornissen werfen muss, bis da was passiert. Allgemein, dass man Dinge mehrmals ansprechen muss, mehrmals angucken muss, bevor dann im Endeffekt was passiert, finde ich jetzt nicht gerade sehr, sehr spielerfreundlich, muss ich sagen. Das ist doch ein bisschen, naja, ein bisschen nervig. Aber im Großen und Ganzen hat mir das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Fand ich sehr gut und ich bin sehr gespannt auf den dritten Teil. Dritter und vierter Teil soll ja, glaube ich, Error hau mich, wenn ich die jetzt falsch wiedergebe. Aber die sind ja irgendwie anders. Die sind ja nicht mehr so Point-and-Click-Adventure-mäßig, sondern eher so 3D-Tomb Raider oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Relaxation und Beer war The Loather. Ja. Also dritter und vierter Teil wird ein bisschen anders. Kommt aber auch, ich kann nicht versprechen, dass der direkt im Anschluss kommt. Ich glaube nämlich nicht, dass der direkt im Anschluss kommt. Da kommt erstmal irgendwas, wird dazwischen geschoben. Vielleicht The Wolf Among Us oder The Walking Dead. Kommt dann erstmal zwischendrin. Aber der dritte Teil kommt auch auf meinem Kanal. Keine Frage, keine Frage. Ja, dann lasse ich euch ein bisschen mit der Musik alleine. Ich hoffe, es gibt keine rechtlichen Probleme, sonst muss ich die rausschneiden. Aber ich lasse euch ein bisschen mit der Musik und dem Abspann alleine und ihr könnt euren Gedanken ein wenig nachhängen. Bis gleich. Happiness is an inside.
Da hört die Musik auf, da setze ich wieder ein. Happiness is an Inside Job. Eine sehr schönes Zitat, muss ich sagen. Das kann man mal drüber nachdenken. Das Happiness in Inside Job ist. Und jetzt hängen wir hier und können jetzt hier ein Spiel laden. Aber warum? Wir beenden es. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude bei Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis. Da fliegt ein Flugzeug. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Naja, auf jeden Fall flog da ein Flugzeug. Und wir sehen uns in Baphomets Fluch 3 oder in einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut. Tschüsschen.